Liebe Christina, du bist Teilnehmerin bei mir im Kurs fürs Gesichtstraining fürs gesamte Gesicht. Danke dir, dass du dir heute die Zeit nimmst und auch für deine Offenheit, da heute über deine Erfahrungen zu sprechen. Sehr gern. Wie bist du denn ursprünglich auf mich und den Kurs gekommen? Ja, eigentlich über YouTube. Da kämen ja immer ganz viele Sachen eigentlich so her über, wenn man jetzt ein bisschen unzufrieden ist mit seinem Aussehen, was man alles so machen kann bei verschiedenen Problemzonen, sagen wir mal, im Gesicht. Und da gab es ja dann auch so YouTube-Filme von dir, Hanna. Die haben mir eigentlich besonders gut gefallen, muss ich sagen. Und die waren eigentlich ja sehr ansprechend für mich. Und da habe ich mich eigentlich immer gefreut, wenn es mal wieder ein neues YouTube-Video gegeben hat. Weil die konnte eigentlich gut verstehen und umsetzen, warum man was macht. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich das ja regelmäßig mal so ein bisschen ausprobiert habe, so verschiedene Sachen durchzuprobieren. Und hast du dann eigentlich bei der Challenge auch mitgemacht? Ja, fand ich auch sehr aufschlussreich, was ich sagen, die Challenge, weil das alles stimmig ist. Warum man was hat, wie man es, ja, wie man vorgehen kann und dass an jedem selber liegt, was man machen kann. Und das fand ich wirklich gut, dass man mal so einen großen Einblick hat und hat man Verständnis dafür. Und du hast dann weitergemacht mit dem Kurs. Ja. Magst du es mal mitnehmen, was waren die Effekte, die du dadurch geschaffen hast? Die Effekte waren einfach, dass ich wirklich im ganzen Gesicht, Hals und Dekolleté totale Erfolge habe. Ich habe eigentlich erstmal überhaupt keinen Anspruch gehabt. Natürlich will man schon eine Verbesserung haben, wenn man mit dem Kurs anfängt. Aber am Anfang war mir gar nicht so bewusst, was ich da so für Effekte erziele, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und wenn ich dann, habe ich so nach den ersten 3 Wochen mehr Foto gemacht und nach 6 Wochen. Und da hat man es eigentlich am allerdeutlichsten gesehen, was ich so für Effekte habe. Das hätte man vorher eigentlich überhaupt nicht so vorstellen können. Warst du eigentlich skeptisch, wie das vorher, bevor du mit dem Kurs angefangen hast, ob das funktionieren kann, ob es für dich funktionieren kann? Wie ist da der Vorgang? Ja, man ist immer ein bisschen skeptisch, aber ich habe mal dann gedacht, ich lasse mich jetzt da einfach drauf ein, weil wenn das für den Körper Effekte schafft, Muskeltraining oder Ernährung, wenn man abnehmen will und verändert was und tut was, warum soll es nicht auch mit dem Gesicht so sein, wo man so viele Muskeln hat? Warum soll das keine Effekte bringen? Das wäre einfach unlogisch. Wenn man eher Erfolge hat, sage ich mal, am Körper durch Bewegung und Sport oder ja, oder auch durch Ernährung mit Gewicht, Zunahme oder dass man das Gewicht hält, dann ist es die einzigste logische Konsequenz daraus. Ja, genau, so sehe ich es auch. Voll super. Ich habe ja auch einen Fotovergleich von dir mitgebracht und den blende ich mal ein, dann können wir auch drüber sprechen. Also das ist jetzt der Bereich von der unteren Gesichtshälfte. Und da sieht man einfach so gut, wie so am Vorherfoto einfach der Bereich, der Nasolabialfaltenbereich einfach deutlich ausgeprägt ist im Vergleich zum Nachherfoto. Also voll super. Und auch viel kürzer quasi die Falte ist nur beim Mundwinkel, wohingegen es vorher quasi sich von der Nase bis unterhalb vom Mundwinkel sichtbar war. Also voll super. Erstens war man gar nicht, also wie ich das selber mich auf dem Foto gesehen habe, bin ich echt erschrocken von mir selber, wie das so ausschaut. Muss ich sagen, das, wenn man so in den Spiegel schaut, sieht man das irgendwie gar nicht. Aber mit dem Foto bin ich ehrlich gesagt total erschrocken. Und dann habe ich mir gedacht, mei, also irgendwie ist schon gut, dass man was macht, aber dass jetzt nach 6 Wochen war dann das Foto, was mir jetzt zeigt, das hätte jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich so einen Erfolg habe.
Und wenn ich jetzt kein Foto gehabt hätte, dann wäre mir das nie so bewusst gewesen, was ich da für einen Erfolg habe, weil man sieht sich jeden Tag im Spiegel, da sieht man das nicht. Aber wenn ich einen Vergleich habe, schon. Genau, das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man wirklich ein Foto macht von sich selber am Anfang, ja, und dann auch nach ein paar Wochen wieder eins, um diesen Vergleich zu haben, weil sonst, man sieht sie, ja, das ist kaum schleichend. Und so wie wenn man jetzt Fotos von Kindern vergleicht, was sie mit ein paar Monaten und dann ein paar Wochen später, ja, sieht man anhand der Fotos, wie sehr es gewachsen ist und wie sich es verändert hat. Aber so jetzt im Alltag wäre es einem nicht so konkret aufgefallen, Wahnsinn, der Kopf und die Haare sind anders, ja, und so. Das ist bei unseren Fotos auch. Ja, das stimmt. Also das hätte ich jetzt nie gedacht. Und da bin ich froh, dass ich die Fotos habe und dass ich einfach diesen Vergleich habe. Und ja, und da bin ich sehr glücklich drüber, muss ich sagen. Voll schön. Und wir haben ja auch einen Fotovergleich von der Augenpartie, blende ich jetzt auch ein. Und da finde ich, so, ja, sieht man so gut, so, gerade wenn wir uns den Bereich unterhalb der Augen anschauen, wie schön du den ganzen Bereich gestrafft hast. Es ist quasi aufgefüllt mit Volumen, so, genau, die Fältchen waren auch vorher nur ganz wenig. Das ist jetzt so auf ganz hohem Niveau, gell? Aber man sieht am Nachher-Foto, dass die weg sind. Aber da muss ich auch sagen, das stimmt schon, aber ich muss sagen, ich habe, wenn ich damals die YouTube-Video angeschaut habe, da gab es auch eins über Augenfalten, weil mein Sohn, der hat schon gesagt, meine Mama, da hast du Krähenfüße, gell? Ich hab gesagt, aber das ist ja in deinem Alter normal. Und dann habe ich halt dieses YouTube-Video gesehen mit den A- und E-Lächeln und so, und das habe ich mir dann ein bisschen zu Herzen genommen. Und dann nach 3 Wochen habe ich dann meinen Sohn damit gefragt, ob er denn noch Falten sieht. Dann hat er mich wirklich ans Fenster gezerrt. Dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Ja, er sieht nichts. Darum tut er mir jetzt ans Fenster, damit der Name genau schauen kann, ob er irgendwelche Falten sieht. Weil kein mehr da haben, der war total sprachlos, was ich jetzt gemacht habe. Da habe ich gesagt, der braucht keine Sorge, ich habe kein Botox gespritzt. Aber wie gesagt, habe ich ihm das halt erzählt. Und da war der total platt, muss ich sagen. Das hat er fast gar nicht glauben können, was ich ihm da erzählt habe. Und dass ich eigentlich das ein bisschen umgesetzt habe mit den A- und E-Lächeln. Das war das Einzige, was ich eigentlich gemacht habe. Fürs Erste. Und dann halt mit dem Muskelaufbau war ich dann das Zweite. Voll super. Das finde ich jetzt eine richtig gute Hintergrundgeschichte, dass dich am Anfang vor dem Kurs oder halt so am Anfang der Sohn angesprochen hat, ja, bezüglich der Falten, und danach er so sprach. Ja. So. Ja, das war wirklich lustig, und vor allem, dass er mich da ans Fenster gezerrt hat und geschaut hat, das kann ja gar nicht jetzt sein, dass da gar nichts mehr ist, wo vorher noch was war. Ja. Ich habe mir immer selber gedacht, ich sehe es nicht, weil mit der Brille sehe ich nicht so gut. Und habe immer geschaut und geschaut. Und darum habe ich dann meinen Sohn nochmal gefragt, und der hat aber auch nichts gefunden. Das war halt richtig lustig. Cool. Ja. Kannst du dich noch erinnern, was da der zeitliche Abstand war, wo er dich angesprochen hat und dann der Vergleich mit ihm? Ja, nur so 3-4 Wochen eigentlich nur. Ja, 3-4 Wochen. Und ich habe jetzt da gar nicht so mir das am Kalender notiert. Ich habe mir gedacht, oh, das probiere ich jetzt einfach mal so aus. Und dann war es wieder mal ziemlich hell. Und am Spiegel haben wir gedacht, also wenn man was sieht, dann sieht man es ja immer, wenn es hell ist. Und dann denkt, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Aber vielleicht sehe ich gar nicht, mit der Brille sehe ich nicht mehr so gut. Und dann habe ich da meinen Sohn nur hergeführt. Das war dann, ja, noch 3-4 Wochen ungefähr, ja. So super. Und für die anderen Gesichtsregionen, ich habe die nämlich erst so ein bisschen unterbrochen. Du hast ja gesagt, du hast auch im Hals die Effekte gesehen, Wangenpartie. Ja. Was waren da nochmal deine Effekte und was war da so ungefähr der zeitliche Rahmen? Ja, also so beim Hals und Dekolleté, also wo es mir so richtig aufgefallen ist, glaube ich auch so nach 6 Wochen. Wie so das ganze Gesicht, da war eigentlich Hals und Dekolleté eigentlich dabei. Und da muss ich auch sagen, was ich heute ganz viel gemacht habe, auch diese Gewohnheiten, muss ich sagen.
also diese Gewohnheiten, was wirklich für Erhaltung und Ventil wichtig ist, mit den seitlichen Schlafen, wenn man sich sowas nicht wirklich abgewöhnen kann, dass der ganze Oberkörper so zusammen ist, dann wird man auch nicht viele Effekte erhalten, weil man ja die Ursache, das ist schon ganz wichtig, die Ursache, die muss man wissen und versuchen, die immer mehr abzubauen. Ja, was waren da so deine Tricks oder Herangehensweisen? Du hast vorher auf der Seite geschlafen. Ja. Hast nach und nach dir umgewöhnt. Ja. Wie bist du da herangegangen? Das sagen ja ganz viele nämlich immer, ja, aber ich kann nicht auf der Seite, ich kann nur auf der Seite schlafen, Rückenschlafen geht für mich nicht. Ich war absoluter Seitenschläfer und habe mir auch so ein Kissen gekauft für Seitenschläfer, da komme ich überhaupt nicht zurecht, weil der Kopf ist irgendwo hingesunken und konnte überhaupt nicht kontrollieren und dann hätte ich eigentlich ganz andere Falten irgendwie bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt das Kissen immer flacher und flacher und liege mir zwar ein bisschen auf die Seite, aber halt nicht mehr so stark und ohne Kissen. Und das ist ein bisschen ein Prozess, dass man halt versucht, immer weniger Seite, immer mehr Rücken und immer mehr, man kann es vielleicht nicht gleich sofort komplett, aber versuchen, dass man immer weniger auf der Seite liegt und dass man einfach nicht so wie ein Käfer zusammengekauert liegt, sondern einfach, da gibt es übrigens auch ein ganz tolles YouTube-Video mit Seitenschläfer. Und das, wenn man so versucht umzusetzen, dann habe ich eigentlich dadurch wirklich totale Erfolge erzielt, muss ich sagen, wo man denkt, oh, das ist jetzt total weg. Und klar mache ich auch die Konturübungen für Hals und alles, aber das zusammen macht es dann aus, dass man diese Effekte hat und auch halten kann. Ja, super. Das heißt, du hast sie nach und nach quasi so kontinuierlich und stetig, ja, genau, in der vollen Seitenlage so immer ein bisschen mehr aufgedreht. Richtung, genau. Und es ist ein Prozess, das man nicht vielleicht gleich sofort kann, aber man schafft es schon. Und wenn man mal wirklich auch ohne Kissen liegt, das hätte ich dann nie für Möglichkeiten, wie angenehm das ist, überhaupt für den Hals und für den Oberkörper und auch fürs Gesicht. Der Körper gewöhnt sich dran und man kann dann auch super gut schlafen. Es ist die Umstellung nicht immer ganz so einfach, aber es ist wirklich zu schaffen. Und man tut sich seinem Körper eigentlich sehr viel Gutes damit, weil Seitenschlafen eigentlich für den ganzen Körper gar nicht so gut ist. Ja, das finde ich auch voll wertvoll, dass du das so sagst, dass auch man sich an die Rückenlage nicht nur gewöhnen kann, sondern es auch angenehm werden kann. Ja, genau. Es ist bestimmt für viele auch eine gute Perspektive, das von dir zu hören. Ja. Und auch so diese gesundheitlichen Aspekte kann man da gern auch im Hinterkopf behalten, ist auch für die Wirbelsäule oft eine gute, genau, Entlastung und auch, ja, für viele verkürzte Muskeln rund um die Hüfte, genau, ein viel besserer Ausgleich zu dem, genau, wie man tagsüber für Positionen im Sitzen und so hat, ist die Rückenlage. Genau. Man hat so viele falsche Positionen überhaupt so am ganzen Tag, aber durchs Liegen gleicht man das eigentlich alles so gut aus, dass man eigentlich wieder gerade ist, entspannt ist und eben diese Effekte dann eigentlich auch hat, wo man ist einem gar nicht bewusst, warum hat man eigentlich dekolletiefe Falten, wo man gedacht hat, meinte, ich habe schon als ganz junge Frau gehabt und jetzt ist die Hälfte davon total weg. Einfach so. Und das ist eigentlich schon, bin ich manchmal schon sprachlos, muss ich sagen, ja. Super, das freut mich riesig, dass das da so gelungen ist. Hast du eigentlich vorher, jetzt bevor du dich für den Kurs angemeldet hast, dir auch überlegt, ich bringe mir das auf eigene Faust bei oder ich tüftel da ein bisschen mit den YouTube-Videos und dann lerne ich das schon irgendwie? Oder war für dich von vornherein klar, nein, du wünschst dir die Struktur und quasi so diese Begleitung durch den Kurs? Wie war das denn für dich? Also am Anfang habe ich halt diese Videos einfach mitgemacht und ausprobiert.
Aber ich habe schon gemerkt, man kommt dann auch an die Grenzen, dass das nicht ausreicht. Man braucht schon eine professionelle Anleitung, weil wenn man die nicht hat und das nicht richtig ausführt, hat man auch keine Effekte oder es wird sogar noch schlechter. Ich habe selber an mir mal ausprobiert und mir denkt, ja, jetzt mache ich mal die Übung, was ich jetzt so gesehen habe, aber ich habe gemerkt, nein, das wird schlechter. Das ist, dass man mal mitmacht und fürs Verständnis wird, aber man braucht wirklich vom Grund her diese Anleitung, damit man einfach Effekte hat und das richtig ausführt. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Ja, das bestätigt irgendwie das, was ich auch immer wieder höre. Es ist ganz gut, quasi so sich mal einzufinden, ja, und schauen, ob einem das Thema sympathisch ist, ob ich einem, ja, sympathisch bin. Und dann kann man mal schauen. Und wenn man dann sagt, oh, jetzt fasse ich den Entschluss, dass man dann auch wirklich sehr umfassendes Programm holt. Weil so wie du sagst, wenn man das nicht macht, dann ist die Gefahr schon da, dass man Fehler sich einübt oder die Übung nicht richtig macht oder überhaupt falsche Übungen macht. Ja, die Gefahr ist schon sehr da, das muss man schon sagen, weil das kann man gar nicht so wie der Kurs aufgebaut ist, ist es einfach so, dass ich wirklich Schritt für Schritt alles richtig machen kann, mich verbessern kann oder manche Sachen klappen auch nicht gleich. Man braucht einfach ein bisschen Zeit dafür, aber man merkt dann auch so ist gut und es schaut auch besser aus. Man merkt schon, wenn ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Und das hat man natürlich mit, jetzt bringe ich mir was bei, ist nicht wirklich kurz, sagen wir jetzt einmal. Pro Zeit. Wie viel Zeit hast du denn täglich circa investiert? Wie hast du das gemacht? So ganz am Anfang habe ich immer nur so eine Einheit gemacht. Dann haben wir gedacht, oh, die ist ja gleich vorbei und das ist auch total schön. Mit ja so Akupressur und dann gut, hat man wieder ein bisschen Anstrengung, dann wieder Klopfmassage. Mei, das ist ja richtig schön und das ist eigentlich gar nicht so anstrengend, wie man sich das vorstellt, weil man macht jetzt ja nicht ein Workout für den ganzen Körper, wo man total erschöpft daran geht. Dann habe ich so jeden Tag so 10 Minuten, Viertelstunde und wenn ich Zeit gehabt habe, oh, ich habe noch Zeit und Lust, dann habe ich noch gleich nochmal ein oder zwei Tracking zur halben Stunde und man denkt, mei, das ist wirklich schön zu schaffen. Und wenn man weiß, gut, nächsten Tag hat man überhaupt keine Zeit, wenn man so spät heimkommt, dann war das ja auch kein Problem, dass er mal nicht stattfindet. Aber so eine halbe Stunde ist schon ganz gut, wenn man regelmäßig macht und auch, was ganz gut ist, in den Alltag einbauen. Schon bei der täglichen Gesichtspflege kann man das so viel einbauen, dass man einfach dann auch wieder viel weniger Zeit braucht, die ganze Übung. Das ist nämlich eh schon einer der nächsten Fragen gewesen, die mir eingefallen hat. Wenn jetzt jemand das unser Gespräch sieht und dann aber sagt, ja, ich habe für sowas keine Zeit, was würdest du vielleicht so einer Person mitgeben, die das jetzt denkt? Dafür hat man immer Zeit. Weil wenn ich manchmal bedenke, wie viel Zeit investiert wird für Schminken, sage ich jetzt einmal. Und man tut sich ja täglich, sage ich mal, Gesicht waschen, eincremen. Da kann man das alles einbauen, weil ich muss keine Creme eincremen. Ich mache das mit der Klopfmassage oder mit Akupressur oder ich mache Übungen für den Hals, wenn ich eincreme. Man kann so viel in den 5 Minuten, was ich mein Gesicht pflege, so viel einbauen, dass ich einfach schon sehr viel getan habe. Und dann brauche ich abends vielleicht dort noch eine Viertelstunde Anleitung für das, was mir wichtig ist. Ja, und das kann man über den ganzen Tag ganz viel einbauen. Aber da muss man halt am Anfang auch wirklich dabei sein und mitmachen. Und dann braucht man immer weniger Zeit dafür. Ah ja, das sind wirklich ist quasi einmal zu lernen und zu beherrschen, ja, und dann kann man es einbauen bei der Gesichtspflege und im Bad und so, wie du gesagt hast. Ja. Genau. Und wenn man halt Zeit hat, dann sagt, okay, ich möchte jetzt effektiv nochmal was machen, weil ich habe selber auch festgestellt, wenn ich jetzt
zwar das am Tag einbaue, aber wenn ich jetzt nochmal 20 Minuten mache, dann mache ich das aktiv nochmal, so lang, wie es vorgegeben ist. Das hat nochmal einen anderen Stellenwert, weil dann höre ich nicht noch 3 Sekunden auf, sondern dann mache ich das fertig und korrekt. Und das ersetzt nicht ganz über den Tag einbauen, das unterstützt es, aber wenn man aktiv nochmal gezielt was macht, das bringt doch am allermeisten. Ja, das ist auch so meine eigene Erfahrung, dass so, wenn man jetzt wirklich so ein Video-Workout hat, das man einschaltet, ja, und dann macht man einfach mit und zieht es durch, so wie es demonstriert wird. Sonst kann man schon dann dazu tendieren, dann denkt man was anders und hört auf, wenn es anstrengend wird. Das merke ich auch bei mir selber. Ja, genau. Oder dann ist man abgelenkt, weil, was weiß ich, der Geschirrspüler blinkt oder was es halt so für Ablenkungen, ja, gibt im normalen Alltag. Und wenn man das einschaltet, wenn man das Programm hat, schaltet man ein, man macht wirklich mit, ja, und zieht dann auch durch diese 15 oder 20 Minuten in Summe. Ja. Das beobachte ich an mir selber, dass ich sonst, wenn ich das nicht einschalte und einfach nur ein bisschen nebenbei das mache, dass ich dann früher aufhöre, schneller abgelenkt bin, genau, und nicht ganz so intensiv mache. Die Ausführung ist dann auch nicht mehr so hundertprozentig. Das ist also auch, wenn man jetzt beim Autofahren was macht, das ist schon alles gut. Manche Sachen gehen ganz gut. Und das ist auch gut, wenn man es nicht machen kann. Aber das ist absolut die korrekte und diese Länge, die man dazu braucht für die Übung, das ist doch am besten, wenn man das sich dann wirklich zur Zeit nimmt. Auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, ist es aber viel effektiver wie da ein paar Sekunden, da ein paar Sekunden. Doch, das, ja, ist sehr gut. Ja. So die Kombination, sich ganz konzentriert Zeit zu nehmen für ein Workout und dann entweder zusätzlich nebenbei was zu machen oder halt, wenn man dann mal keine Zeit hat für ein volles Workout, dann kann man trotzdem ein paar Dinge nebenbei einbauen und im Bad und so und hat dann zusätzlich die Effekte. Ja, im Bad finde ich schon ganz wichtig, weil auch wenn man jetzt nicht das Gesicht zum Beispiel eincremt und ich streife alles nach unten, das habe ich früher auch immer gemacht. Ich habe die Creme und auch unten und auch im Handtuch alles nach unten. Und durch den Kurs ist mir erst mal bewusst geworden, dass das eigentlich total kontraproduktiv ist. Ich mache jetzt die Übungen nach oben, aber den ganzen Rest im Badezimmer mache ich nach unten. Das kann irgendwie nicht sein. Alles, was man sich aufgebaut hat im Training, mache ich damit auch wieder zunichte. So, also das sind so viele Sachen, was man dann auffällt, was man im Alltag an Gewohnheiten schon mal umändern muss, damit man auch Erfolg hat. Weil es nutzt nichts immer trainieren und ich mache es dann mit verschiedenen Sachen wieder zunichte. Oh, Gewohnheiten. Wie ist dir denn gegangen, so das Stirnrunzeln dieser Gewohnheit abzulegen? Weil mir fällt jetzt auf, du hast das super gut umgesetzt. Wie ist dir denn da gegangen? Hattest du die Gewohnheit vorher auch schon nicht so deutlich oder schon? Wie ist dir da gegangen? Mir war schon ganz lang bewusst, und dass man nicht, also wenn man nicht Stirn runzelt, dass die Falten weggehen. Wow, das ist eine Erkenntnis schon. Genau, und man sagt, das ist ganz gut, wenn man sich auch im Spiegel beobachtet, wann dort mal Stirn runzeln und wann nicht, dann ist das schon mal die halbe Miete, sage ich jetzt einmal. Und wenn man dann eigentlich noch einmal lernt, dass man durch, ja, wenn man nicht Stirn runzelt, dass es dann weggeht, dann überlegt man sich, was kann ich jetzt machen, damit ich nicht ständig am Stirn runzeln bin. Bei mir war es jetzt nicht so ausgeprägt, weil ich das schon lange im Kopf gehabt habe. Das habe ich ganz früh schon realisiert, dass das so ist. Ich habe eher hier so ein bisschen so Wölbungen gehabt, wenn man so ein bisschen die Augen zuzieht, ja, wo das mit Entspannung einfach wichtig ist, dass man entspannt. Und ja, und das habe ich einfach auch versucht, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich wahrscheinlich angespannt, dass ich einfach Klopfmassage schon mal mache und zwischendurch Klopfmassage mache, damit man das entspannt. Und ich setze dann einfach gern eine Sonnenbrille auf, dann habe ich auch das Zusammenkneifen von den Augen nicht so stark. Oder ich schaue einfach ein bisschen nach unten. Das macht mir auch ganz gut,
dass man einfach ein bisschen nach unten schaut und nicht direkt in die Sonne schaut. Nachher muss ich nämlich auch nicht Stirn runzeln. Da findet man schon Wege, dass man das ja lassen kann. Also das ist natürlich auch ein Prozess, war jetzt bei mir nicht so stark ausgeprägt, aber mir war es jetzt schon sehr lang bewusst. Und was ganz interessant war, mein Sohn, der hat schon mal so Stirnfalten gehabt mit 18. Und weil er ganz früh Stirn gerunzelt hat, dann habe ich gesagt, also wenn er nicht aufhört mit den Stirnrunzeln, dann hat er schon mal ganz schlimme Stirnfalten. Auch der Freund hat er berichtet, mit 17 ganz tiefe Stirnfalten. Da habe ich gesagt, ja, wenn er nicht aufhört, dann wird es noch schlimmer. Und wenn er es lässt, geht es weg. Und er hat es dann gelassen, weil er hat immer einen Schlag aufs Bein gerückt. Da habe ich gesagt, so, jetzt hast du schon wieder Stirn gerunzelt. Aha. Und jetzt ist es auch weg. Komplett weg. Er hat das total abgewohnt, weil er fand es jetzt selber nicht so gut, weil bei mir hat er keine Falten gefunden und bei sie schon. Das ist ein guter Beweis. Danke dir für die Geschichte. Weil manchmal glauben mir die Leute das nicht, dass das wirklich die Gewohnheit ist. Und das nicht vom Alter unbedingt abhängt, sondern wie stark man die Gewohnheit hat und wie oft man das schon gemacht hat. Und wenn dein Sohn mit 17 die Gewohnheit öfter gemacht hat wie du, hat er früher Falten als du. Ja. Danke. Er sucht bei mir immer und er hat es. Dann habe ich gesagt, ja, also muss aufhören damit, weil er sieht ja bei mir, dass ich keine habe und ich bin doch ein bisschen älter wie er und dass es nur damit zusammenhängt, ja. Mhm. Oh, super, danke dir für diesen Einblick. Da bin ich jetzt ganz zuversichtlich, dass da jetzt einige Zuschauerinnen auch an Anwendung haben. Ja. Und was würdest du vielleicht manchen sagen, die dann aber Bedenken haben und sagen, ja, aber ich will doch meine Mimik nicht irgendwie künstlich machen und mir irgendwas abgewöhnen, was ja meine Natur ist. Du weißt ja, glaube ich, wie ich dazu stehe, aber mich würde deine Meinung dazu ein bisschen. Ja, es bleibt da jeder am allernatürlichsten, weil wenn man es auch jetzt mit dem Körper vergleicht, kriegt man eigentlich durch Sport seine schöne Figur und man schaut nicht künstlich aus. Und so ist es mit dem Gesicht auch. Und wenn ich manche Bilder sehe, dass die Frauen, wo die Spritzen aufgeplustert sind und die Leute gar nicht mehr wieder zu erkennen sind, dann finde ich das sehr erschreckend. Aber so kann man eigentlich nur sich nur noch im Positiven verändern und man bleibt immer sich selber. Wenn man jetzt wirklich so andere Eingriffe macht, dann schaut da die Person so komisch aus. Man sieht sofort, der hat was gemacht oder die hat was gemacht. Das sieht man sofort. Und das ist eigentlich nicht schön, muss ich sagen. Sowas gefällt mir eigentlich nicht, weil diese Natürlichkeit einfach nimmer da ist. Danke dir für deine Perspektive drauf. Und auch wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel auf das Beispiel mit deinem Sohn gehen, der ist ja dadurch auch nicht künstlich geworden oder nicht mehr er selber, weil er das mit dem Stirnrunzeln sich abgewöhnt hat, sondern genauso seine Persönlichkeit. Ja. Deswegen ja nicht künstlich geworden, oder? Na, überhaupt nicht. Ja. Und er findet es mit dem Kurs und meine Gesichtskontur, er schaut mich dann immer an und ist schon direkt neidisch auf meine Gesichtskontur. Wie das so ausschaut und wie das alles so ist, ist er schon richtig neidisch drauf. Ja, weil bei ihm ist es jetzt nicht so schön, sagt er. Und er möchte auch so schöne Gesichtskontur haben. Das freut mich total, dass man halt so Details, wo man jetzt ja gar nicht so sagt, dass ihm das auffällt. Und das freut mich, ja. Ja, also ein voll schönes Kompliment. Und ich muss auch sagen, man sieht es auch jetzt übers Video, Gesichtskontur, die Wangen, mega. Ja. Was würdest du vielleicht Zuseherinnen mitgeben, die jetzt interessiert sind und aber sagen, ja gut, aber der Kurs, das Ganze, das kostet ja auch was. Ist es das denn wert? Was ist da deine Perspektive drauf? Also ich würde den Kurs gleich wieder machen, weil ich habe das in der Hand. Was mit meinem Gesicht und mit meinem Körper passiert, dann hat man auch sowieso immer Zugriff auf den Kurs, auch wenn der Kurs vorbei ist. Das finde ich ganz super toll, weil noch 3 Monate
muss man immer noch weitermachen. Das ist ein, ja, einfach ein Training mit dem Körper, wo man einfach weitermacht. Man kann sich nur verbessern. Wenn ich aber andere Methoden wähle, die mögen vielleicht am Anfang nach einem Tag gleich super toll ausschauen, hat aufgeplusterte Backen und Lippen. Aber das baut sich ja nach einem Vierteljahr oder keine Ahnung wieder ab. Und dann steht man wieder vor dem gleichen Problem. Das Problem, warum man das hat, ist ja wieder da. Also geht man wieder los, lässt sich wieder was spritzen und dann ist man wieder aufgefüllt, ja. Und für mich schaut das auch nicht natürlich aus. Das hat nichts Natürliches. Man sieht einfach, ist aufgefüllt, aber das hat nichts Natürliches und es bleibt nicht. Und wenn ich jetzt so Muskelaufbau im Gesicht mache, da habe ich das in der Hand, da bleibt es schon, weil ich bleibe da dran und ich kann ja nur verbessern und nie verschlechtern. Wow, so schön, das ist echt eine so wertvolle Message, danke dir. Gibt's noch irgendwas, was du den Zuseherinnen mitgeben möchtest, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Also ein Erfolg macht was aus, wenn man seine Gewohnheiten unbedingt ändert. Nicht nur jetzt auch Stirnrunzeln, auch Seiten, Schläfer, muss ich sagen, das ist ganz wichtig. Dass man regelmäßig was macht, das ist einfach auch ganz wichtig. Dass man auch die Übung in der richtigen Ausführung macht, das ist auch wichtig. Die drei Sachen führen immer zum Erfolg. Egal, ob es jetzt 3 Wochen, 3 Monate sind oder das spielt keine Rolle. Das, wenn man sich hinterher sieht, sieht man es nicht. Aber wenn man mal so im Vierteljahr immer so Bilder macht, sieht man das schon, die Unterschiede. Ja. Und wenn man einfach das regelmäßig weitermacht, dann hat man immer Erfolg. Also Misserfolg gibt es da überhaupt nicht, außer man macht die Ausführung falsch. Oder ja, oder gar nicht mehr. Das ist richtig, ja. Wow, danke schön. Ich glaube, da hast du jetzt auch ganz viel Mut gemacht und Zuversicht gegeben. Also danke dir, Christine, auch, dass du so deine Erfahrungen so offen und transparent geteilt hast und wir auch die Fotovergleiche zeigen haben dürfen. Vielen lieben Dank. Das ermutigt immer ganz viele und macht dann einen ehrlichen und authentischen Blick auf das, was möglich ist. Also danke dir. Wow, ihr Lieben, wenn das nicht mal ein super inspirierendes und ermutigendes Gespräch und Erfahrungsbericht von der lieben Christine war. Und wie genial ist denn das, dass ihr Sohn, der ja um einiges jünger sein muss, neidisch auf die Christine blickt, weil sie keine Stirnfalten hat, weil die Gesichtskontur so schön ist, er gar keine Augenfalten mehr entdecken kann im Vergleich zu vorher. Also wirklich so, so schön und phänomenal. Und so diese Selbstwirksamkeit zu haben, dass man das selber in der Hand hat. Das hat auch die liebe Christine gerade nochmal gesagt, dass das so ein bestärkendes Gefühl auch ist, das selbstständig zu können und das ja auch lebenslang zu können. Weil wenn man es einmal gelernt hat, dann beherrscht man das und kann immer wieder darauf zurückgreifen. Ja, wenn dich das jetzt ermutigt hat und du auch Lust bekommen hast, auch so geniale Effekte zu schaffen wie die liebe Christine, dann möchte ich dich einladen, dass du dich auf die Warteliste setzen lässt für meine nächste Kursrunde. Das ist ganz unverbindlich und kostet auch 0 Euro, nur deine E-Mail-Adresse. Tragst du dich einfach ein. Ich zeige dir auch gleich, wo. Du gehst einfach auf meine Seite für die Warteliste und wenn du hier klickst, kannst du hier deine Daten eingeben und dann bist du unverbindlich und kostenlos für die Warteliste registriert. Und dann möchte ich dir auch zeigen, wie es eigentlich im Kurs von innen aussieht. Das ist der Kurs von innen. Wir haben hier die ganze Menüstruktur und hier die erste Kursseite. Hier heiße ich dich willkommen und erkläre dir, wie der Kurs aufgebaut ist. Und dann starten wir mit der Stirnwoche. Am Anfang einer Woche bekommst du die Erklärungen zur jeweiligen Gesichtsregion. Also hier geht es um die Stirnpartie und da erkläre ich dir, was die ganzen wichtigen Grundlagen sind, welche Muskeln wir bewegen wollen, welche wir ruhig halten wollen, welche Muskeln Entspannung brauchen, welche Muskeln Kräftigung brauchen. Wenn du das durch hast,
Dann geht's weiter mit dem ersten Workout von der ersten Woche. Dieses Workout geht jetzt circa eine Viertelstunde. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Workout für den nächsten Tag. Und wenn du das durch hast, kannst du mit dem Einführungsvideo von Woche 2 weitermachen. Und so sind alle Wochen aufgebaut. Dann kommt die Wangenpartie, dann kommt die Mund- und Lippenpartie und so geht's dahin. So ist der Kurs aufgebaut. Ich wollte jetzt einfach einen kleinen Einblick dazu geben. Also, komm auf die Warteliste, lass die Zuversicht und Motivation vom Gespräch mit der lieben Christine nachwirken und lass schon mal Vorfreude entstehen für die nächste Kursrunde, in der dann hoffentlich auch du dabei bist. Wir sehen uns auf der Warteliste. Bis bald!